sichtbar und unsichtbar, die Maske. Der Titel Ihrer Ausstellung heißt ja Masken, was ist dahinter? Wer bin ich und was könnte ich sein? Diese Frage haben sich Menschen aller Kulturen zu allen Zeiten immer wieder gestellt. Die Antwort darauf liefert die Maske. Sie versteckt und schützt ihren Träger und gibt ihm die Möglichkeit, für eine Weile aus dem normalen Leben auszusteigen, sich als ein anderer zu probieren, schön oder hässlich, lustig oder grässlich, Mann oder Frau, Mensch oder Tier, alles ist möglich. Die Wurzel der Maske liegt im Kult. So wird sie heute noch bei Naturvölkern, bei rituellen Tänzen zum Beispiel, benutzt, um Schutzgottheiten zu erflehen oder böse Geister abzuschrecken. Die Maske stellt Wesen, Hilfsgeister oder personifizierte Naturkräfte gerade zwischen der Welt der Menschen und der der Götter und Ahnen vermitteln, lebensnah und eindrücklich. Träger einer Maske werden nicht einfach als verkleidete Personen angesehen, sie sind mit der Wahrnehmung anderer Personen tatsächlich die veränderte, mutierte Persönlichkeit. Die Herstellung von Masken geschieht deswegen häufig unter bestimmten Ritualen. Ein solches Ritual werde ich Ihnen später noch beschreiben. Aber die Maske verwandelt nicht nur. Und dies ist das Paradoxe an der Sache und zielt jetzt genau auf Mantanis Kunst. Sie betont und verstärkt auch Charakteristika des Maskenträgers, die bereits vorhanden sind, wie anständig und gegenständlich. Die Kunst von Herrn Mantani ist spirituell. Ein kleiner Rückblick an dieser Stelle. Er erzählte mir, als er seinerzeit im Zuge eines Stipendiums des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD nach München kam, sehr fasziniert war von Künstlern, die sich mit spiritueller Kunst auseinandersetzen. Da gibt es einmal ein William Blake, Kunst des 18. Jahrhunderts, dann Joseph Beuys, der seinerzeit von den Anthroposophen beeinflusst ist, und vor allem aber auch von Wassily Kandinsky. Und jetzt ein kleiner Exkurs in die Kunstgeschichte. Sie wissen ja alle, München ist ein besonderer Ort im Kontext der Verwandlung klassischer zu moderner Kunst. Und es war das Verdienst eines Wassily Kandinsky, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts vom Gegenstand hin zum Abstrakten gegangen ist. Er hat entdeckt, dass hinter der sichtbaren Oberfläche der Dinge eine besondere Wahrheit liegt, die an sich unerkannt bleibt, zunächst. Und im Zuge dieser Erkenntnis hat er nun Berglandschaften, Bonauer Häuserlandschaften, Wingetweide, Turm in Murnau, verwandelt in abstrakte Zeichen und hat entdeckt, dass diese vom Gegenstand losgelöste Zeichen eine eigene Form- und Farbqualität haben, die nichts mehr mit sichtbarer Wirklichkeit zu tun hat. Und diese Wahrnehmung war nun ein Faktor, die das Entstehen der Arbeit von Herrn Mantani doch wesentlich beeinflusst hat. Er sattelt das Pferd andersrum auf, er beginnt nicht zunächst konstruktivistisch. Und jetzt kommen wir zu dem, was in der Kunst des Herrn Mantani originär indisch ist. Diese konstruktivistische Kunst ist orientiert an den Mandalas. Mandalas sind, Sie kennen halt diese Formen, in der Regel mit Kreisen umschrieben, Formen, die in sich symmetrisch sind, absolut ausgewogen sind, ein Sinnbild sind für Vollkommenheit, Perfektion, Ausgeglichenheit, dominiert von weiblicher Symbolik in der Regel, die Perfektion, eine Stimmigkeit von Form und Farbe, die nahezu perfekt ist. Und das war das, was Herr Mantani mitbrachte, aus seiner Heimat sich damit beschäftigte und konstruktiv war. Wenn ich jetzt richtig orientiert bin, Herr Mantani, war es so, dass diese Kunst als Neotantrismus firmiert, und ich habe mich jetzt in Kunde gemacht und liefere Ihnen eine Definition dessen, was Tantrismus in diesem Zusammenhang bedeuten kann, nämlich, Zitat Lexikon: Der Tantrismus ist eine Erkenntnislehre, die auf der Untrennbarkeit des Relativen und des Absoluten basiert. Der Tantrismus betont die Identität von absoluter und phänomenaler Welt. Das Ziel des Tantrismus ist die Einswerdung mit dem Absoluten und
das Erkennen der höchsten Wirklichkeit, da angenommen wird, dass diese Wirklichkeit energetischer Natur ist und Mikrokosmos und Makrokosmos verwoben sind, führt der Tantrismus äußere Handlungen als Spiegel innerer psychischer Zustände aus. Zitat Ende. In dieser Phase des Gestaltens neotantristischer, mandala-ähnlicher Bilder entstand eine schier unglaubliche Sammlung von Werken, eine Anzahl von über 3000 Werken. Ist das richtig, Herr Montag, so die Summe etwa, hatten Sie mir benannt. Und jetzt, ach ja, wir achten Sie mit der Videoprojektion nebenan, Sie sehen eine Auswahl dieser Bilder hier parallel projiziert, zu den Bildern, die hier hängen. Und jetzt kommt aber der markante Punkt in der Weiterentwicklung. Herr Mantanis, er beschreitet nun den Weg weg von dem Konstruktivistischen hin zum Gegenständlichen. Und das hat mit einer besonderen Wahrnehmung zu tun. Im Betrachten dieser mandalaartigen Bilder entdeckt er plötzlich, dass in dieser symmetrischen Viererformation, Form oben, Form unten, Form links und Form rechts, mehr ist als nur schiere Symbolik und er entdeckt Gesichter. Eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichter. Und ich komme jetzt zu meinem Kapitel Nummer 3, zu dem Gegensatzpaar statisch im Gegensatz zu Bewegung. Aus den Mandalas wachsen Bilder als schemenhaft dann immer deutlicher, die sich zum eigenständigen Bildthema entwickeln. Zunächst zweidimensional. Dann aber überträgt der Künstler die Bilder auf Holztafeln, schneidet sie aus, fräst die Augensegmente aus und zieht sich diese Masken, Mandala-Gesichter über den eigenen Kopf und es passiert eine Verwandlung. Er schlüpft in eine neue Persönlichkeit, sei es eine völlig neue oder eine verstärkte Persönlichkeit, Aspekte, die in ihnen bereits wecken werden, verstärkt. Jedenfalls entsteht hier plötzlich eine maskenhafte Figur und es passiert was ganz Besonderes. Also ergibt sich dieser Sache vollkommen hin und jetzt kommt auch der Tanz ins Spiel. Er beginnt sich zu bewegen, er beginnt diese Persönlichkeit in sich aufzunehmen und darin aufzugehen. Er bewegt sich tänzerisch. Im Übrigen, Herr Manfani, habe ich so eine persönliche Wahrnehmung aus den 70ern, dass das durchaus in der Kunstszene in anderen Bereichen üblich war. Es gab zum Beispiel eine Pop-Rock-Band, Genesis, deren Sänger, wie hieß er denn noch, Peter Gabriel, sich damals auch Masken aufzog und in dieser maskenartigen Bewegung dann auch bestimmte persönliche Aspekte extrem verstärkte. Er bewegt sich, er tanzt, zum Teil auch ekstatisch in dieser Geste und er videografiert und fotografiert sich selber. Die Aufnahmen, die entstanden sind, übrigens diese Aufnahmen heißen Transmuted Photos, verwendet er dann aber wiederum neben ihrer Eigenständigkeit als künstlerisches Multimedia-Produkt als Ausgangspunkt für neue Malereien. Es ist so, dass er bestimmte Momentaufnahmen im Tanz, bestimmte Gesten, Bewegungen als Momentaufnahme stehen lässt und diese Momentaufnahme weiterbearbeitet. Die Bewegung ist eingefroren und wird im malerischen Raum kombiniert mit Objekten und Accessoires. Und im Wechselspiel des Künstlers im sich selber darstellen und sich selber abbilden, entsteht ein völlig neuer künstlerischer Kosmos. Und dieser Kosmos führt mich jetzt zu meinem Kapitel 4, irdisch und überirdisch. Wir kommen jetzt direktissimal zu den Arbeiten, die Sie hier an der Wand hängen haben. Die Maskenfiguren eröffnen eine neue Welt. Menschliches trifft auf Kosmisches. Die Figuren erscheinen mit einer geheimnisvollen Aura. Die Schwerkraft beginnt sich aufzulösen und der Raum besteht aus kleinen Partikeln. Man sieht es hier. Also es sind keine monochromen Hintergründe, sondern die Hintergründe sind bewegt. Und es sind gleichsam
atomare, molekulare Strukturen, hier ist irgendetwas im Gange und es ist kein toter Raum und der Hintergrund tritt in Korrespondenz zu den Figuren, die versehen mit einer Aura plötzlich zu schweben beginnen und sich in einen anderen Raum transformieren. Mantani beschreibt diese kleinen unsichtbaren Partikel, die im Hintergrund sehen sind, als Orbs. Es geschehen Transmutationen, irgendetwas Geheimnisvolles passiert in diesen Bildern. Die Gedankenwelt des Künstlers, ich komme wieder zurück zu den Geschichten, die vorher erwähnt worden sind, zu dem tantristischen Ansatz. Er strebt nach einer Einheit zwischen dem Irdischen und dem Kosmischen und es beginnen sich, Sie merken, ich komme jetzt selber so ein bisschen ins Schwimmen, weil diese Sachen eher sinnlich wirken und sich so einer verbalen Beschreibung irgendwie auch entziehen für mich. Es öffnet sich der Blick auf eine verborgene Welt. Also wenn ich so Sachen ansehe, diese goldene Aura, das Gelb, da fällt mir zum Beispiel auch so ganz assoziativ eine Malerei von Giotto ein in der Oberkirche von San Francesco in Assisi, wo viel Goldgrund verwendet wird. Gold in der mittelalterlichen europäischen Kunst als Hinweis auf das Wertvolle und die Summe alles Wertvollen ist das Göttliche, deswegen gab es in der traditionellen europäischen Malerei auch den Goldgrund. Und wenn hier so etwas aufgegriffen wird, dann ist es auch eine direkte Verbindung zu einer solchen Tradition, also der Hinweis in etwas Jenseitiges, Kosmisches. Der Künstler öffnet den Blick in eine an sich verborgene Welt. Dennoch sind die Figuren keine gesichtslosen Astronauten, verpackt in anonyme Raumanzüge, sondern sind individuell und markant. Geste, Haltung und Accessoire stehen für Empfindungen. Sehnsucht, Liebe, Trauer, Wut, ein rotes Torero-Röckchen, ein gezücktes Schwert, ein biberner Boden, hier vorne sprechen Wände. Stichwort Rot. Farbe weckt Emotionen und Empfindungen. Blau steht nun einmal für kalt, so wie Rot für warm. Die Komponente setzt Herr Montani gezielt ein. Zum Beispiel, indem er Blau aufträgt, stellt er kühle Distanz her, löst aber parallel Assoziationen aus, vielleicht verbunden mit Himmel, Weite, Wasser. Auf alle Fälle wird er damit beim Betrachter bestimmte körperliche Empfindungen auslösen. Je nach Betrachtungsweise kann der Betrachter Blick an äußeren Strukturen haften bleiben, sich an Farben und Formen erfreuen oder sich der inneren Welt zuwenden und interpretieren. So wird jedes Bild sein eigenes Geheimnis bewahren. Und das ist gut so, denn damit bleibt es spannend und lebendig. Ich muss einfach jetzt noch zum Manuskript abweichen und auf das Bild mit dem Cello hinweisen. Da wurde ich informiert, wie es entstanden ist. Ich fand das sehr charmant. Die Tochter Montani spielt nämlich Cello. Das ist, glaube ich, die Tochter, die in Barcelona liegt. Ja? Und die wurde fotografiert und dann so abgebildet und sie hielt einen Stock, also dieses Teil, mit dem man die Seiten streicht, den kleinen Bogen in der Hand, und der war ohne irgendeine Funktion, das war eine spontane Idee, diesen Stock in eine Angel zu verwandeln. Und also mein Lieblingsmotiv in dieser ganzen Auswahl von Bildern ist dieser wunderbare Fisch, der an der Angel hängt und völlig ahnungslos und überrascht, was denn jetzt mit ihm eigentlich geschieht. Und ich finde das also, das ist so eine Sache, was sich für mich auch so das Humorvolle an den Arbeiten offenbart. Die Arbeiten sind ja jetzt noch nicht irgendwie bierernst und straight komponiert, sondern es steckt ja so eine, für den Künstler so eine typische humorvolle Geste auch dahinter, die diese Arbeiten insgesamt so liebenswert und charmant werden lassen. Kapitel Nummer 5, Ost und West. Diese Ausstellung steht im Kulturhaus im Ebertshofen gut. Ich glaube, die Vorstandskollegen sind der Meinung. Dies ist nämlich ein Ort, an dem sich Kulturen treffen. Diese Ausstellung repräsentiert dies. Die Kunst Mahi Van Montanis
pendelt zwischen originärem indischen Einfluss und westlichen Komponenten und verbindet beides. Mariwan Mamtani ist geboren in Indien 1966. Er erhielt ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für die Akademie der Bildenden Künste bei Professor Franz Nagel. Seit dieser Zeit lebt er mit seiner Familie in Bayern, in Wilbertshofen und in Wissing, im Landkreis Landsberg. Zitiere Wikipedia. Es ist übrigens jede Menge toller Materialien online auffindbar, wenn Sie den Suchbegriff Montagne eingeben, im Blick in auch Videos. Ich weiß nicht, ob Sie das selber darüber informiert sind. Zum Beispiel der Montagne Arbeit, eine Arbeit, die Frogs heißt, und Ausstellungseröffnung in Neu-Delhi. Also es ist wirklich ganz informativ. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie doch mal nach. Zitat Wikipedia. Der heute in München lebende Maler Mariwan Mamtani hat mit seinen klassischen großformatigen Zen-Visionen eine Brücke zwischen dem Tantrismus und den vielschichtigen esoterischen Strömungen der westlichen Welt geschlagen. Seine visuelle Metaphysik führte den Anfang an das Ende der äußeren und des inneren Raumes, berührt die Vorstellung von Einheit und Ganzheit. Vor allem Mamtanis Mandala-Bilder werden von westlichen Betrachtern als Höhepunkte der esoterischen New Age-Kunst geschätzt. In Indien wird Mamtani zur Gruppe der Neo-Tantra-Künstler gerechnet und stellt in deutschen und amerikanischen Museen aus. In Europa gehört er zur Gruppe The Spiritual in Art. Diese Gruppe wurde in den 70ern von Dr. Walter Schönenberger, dem damaligen Direktor des Museums Lugano, aus der Taufe gehoben und veranstaltete zahlreiche Ausstellungen weltweit. Zitat Ende. Wenn ich mir nur diese Ausstellungsorte in geografischer Abfolge vorstelle, dann ergäbe sich folgende Reiseroute: New York, London, Paris, Berlin, Moskau, Tokio, Melbourne, Neu-Delhi, Mailand, Wilbertshofen. Ich finde, dass wir in Wilbertshofen uns in sehr guter Gesellschaft befinden. Traditionell komme ich zum Abschluss von solchen Reden immer mit einem bedeutsamen Zitat. Ich bringe wieder mal den britischen Philosophen David Hume, 1711 bis 1776, der sagte: Die Schönheit liegt in dem Geist, der sie wahrnimmt. Der Auftrag der Kunst sollte es sein, diesen Geist zu formen. Sie, Herr Mamtani, leisten dazu aktiv Ihren Beitrag. Ich wünsche Ihnen herzlich viel Erfolg. Dazu möge diese Ausstellung beitragen, denn jede Form von Öffentlichkeit verschafft dem Kunstschaffenden Aufmerksamkeit und die verdiente Wertschätzung. Sie fragen sich jetzt vielleicht, jetzt spricht er über Ost und West, über Indien und Bayern, wieso kommt er dann mit dem englischen Zitat? Also ich habe schlichtweg auch nach der Internetrecherche kein passendes zum Thema Kunst gefunden. Die indischen Sprichwörter sind alle sehr realitätsnah und sehr, sehr griffig, wie zum Beispiel, vorher habe ich nochmal geblättert, da heißt es, lebe nicht im Wasser, wenn du keine Freundschaft mit dem Krokodil hast. Das passt natürlich nicht, aber ein anderes, das vielleicht an der Stelle passt, und das zum, wirklich zum Abschluss nur ein indisches Sprichwort. Wer viel sticht, hat wenig Zeit zum Denken. Und das finde ich jetzt wirklich und wünsche Ihnen an der Stelle einen wirklich angenehmen Sommerabend und eine gute Unterhaltung. Vielen Dank.